Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Februar. Im Februar habe ich irgendwie super viele Bücher gelesen. Ich war selbst überrascht, als ich vorhin den Stapel gesehen habe, weil es wirklich sehr viele sind. Es sind 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 Bücher. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viele Bücher in einem Monat gelesen habe, aber ich finde, eigentlich sagt die Anzahl der Bücher ja auch gar nicht so viel aus, weil die ja auch sehr unterschiedlich dick sind und manche Bücher lassen sich ja auch schneller lesen als andere. Also ich habe auch einige Thriller gelesen und ja, zumindest bei den meisten geht es mir dann so, dass ich da so durch die Seiten fliege und die dann auch innerhalb von ein, zwei Tagen durchgelesen habe. Und ja, für manche anderen Bücher braucht man dann einfach, obwohl sie gleich viele Seiten haben, einfach länger. So geht es mir zumindest. Das erste Buch, das ich gelesen habe im Februar, ist auch ein Thriller und zwar Die Spionin. Das ist der Auftakt der neuen Thriller-Reihe von Tess Gerritsen und es geht um Maggie Bird vor allem. Sie, ja, ist Rentnerin und lebt ein entspanntes, gemütliches Leben. Und ja, in einem ruhigen Ort und züchtet Hühner und es ist alles sehr idyllisch. Doch dann, ja, liegt eines Tages eine tote Frau in ihrer Einfahrt zu ihrem Haus oder ihrem Hof und sie weiß direkt oder ja, ist sich eigentlich direkt sicher, okay, das hat mit ihrer Vergangenheit zu tun, weil sie früher nämlich eine CIA-Spionin war, genauso wie ihre Freundin, mit denen sie sich zu einem Buchclub auch regelmäßig jetzt trifft. Die haben sich alle in diesem Ort niedergelassen und wollen dort ja jetzt ein entspanntes Leben leben. Aber genau, dieser Vorfall führt jetzt dazu, dass sie dann gemeinsam ermitteln, was da wohl hintersteckt. Und sich auch auf die Spuren der Vergangenheit begeben. Ich fand es sehr spannend. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, da reinzukommen, weil ich diese CIA-Spionage-Thematik ja, da einfach nicht so in dieser Welt drin war. Aber nach einer Zeit ging das dann und dann war es auch super spannend. Und ich mochte vor allem auch, ja, die Protagonisten gerne. Also Maggie Bird und auch die anderen, also so diesen Rentnerclub, hat mich, also ja, habe ich irgendwie sehr lieb gewonnen, weil die ja einfach sehr, irgendwie sehr niedlich auch wirken. Genau, deshalb, ja, freue ich mich auch schon darauf, auf den nächsten Teil. Ich weiß gar nicht, ob schon klar ist, wann der erscheinen wird, aber ja, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich auch die nächsten Teile der Reihe lesen werde. Dann habe ich als nächstes Die Reise deines Lebens, Teil 1 von Jule Pieper gelesen. Da geht es um Betty und sie würde über sich sagen, dass sie ein sehr langweiliges Leben führt. Also ja, einfach so normal ihren Alltag, aber nichts irgendwie Spektakuläres erlebt. Und dann will sie eigentlich zu Freunden fahren, aber ja, es gibt ein paar Umstände und sie landet in Wien. Also Wien steht hier auch schon als Untertitel. Und genau, es geht dann um ihre Reise und auf dieser Reise hat sie Begegnungen mit verschiedenen Menschen und die prägen sie dann auch oder ja, jede Begegnung gibt ihr irgendwie auch so einen Satz oder so eine Lebensweisheit, würde ich sagen, mit, wo sie dann drüber nachdenkt. Und das fand ich irgendwie sehr schön gemacht, also weil es halt, es gibt ja viele dieser Bücher mit so, ja, Lebensweisheiten und das dann die Person anfängt oder man inspiriert werden soll, das eigene Leben auch zu hinterfragen und die eigenen Werte und was einem wichtig ist. Ich fand, das war hier
sehr schön in diese Geschichte mit, ja, so eingewoben. Das hat mir gut gefallen und es war sehr schön zu lesen. Und ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, weil hier steht auch Teil 1, gibt es auch noch mehr Teile. Ja, aber ich fand es auf jeden Fall ganz schön und also mir persönlich hat es jetzt nicht so die krassen Erkenntnisse gebracht, weil ich glaube ich auch einfach schon viele Bücher in die Richtung gelesen habe und schon viel mich mit solchen Fragen und so auch beschäftigt habe. Aber ich finde oder könnte mir vorstellen, wenn sich jemand noch nicht so damit beschäftigt hat, dass das dann einen guten Anreiz gibt, weil mir zumindest geht es dann so, wenn das in so einer Geschichte ist, dass mich das dann eher dazu inspiriert, auch über solche Themen nachzudenken, als wenn, ja, da stehen würde, denkt darüber nach, also so als Aufforderung. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ja noch jemand so, aber genau, bei mir ist das dann, wenn das in so Geschichten drin ist, kann ich da immer mehr mit anfangen. Dann das nächste Buch war Das Glück wohnt nebenan. Da geht es um George. Und genau, der ja, kann sich ein Leben ohne seine Frau eigentlich nicht vorstellen. Also die ist vor kurzem gestorben und er kann sich, ja, wie gesagt, ein Leben ohne sie nicht vorstellen, weil die auch schon sehr viele Jahre haben sie miteinander verbracht und er sieht dann nicht mehr so wirklich einen Sinn im Leben ohne sie. Sie hat sich das wohl schon irgendwie gedacht und vorgesorgt und hat dafür gesorgt, dass er eine To-Do-Liste zugeschickt bekommt nach ihrem Tod. Und da stehen dann verschiedene Dinge drauf. Zum Beispiel, führe ein Gespräch mit einem wildfremden Menschen, geh in ein Café und trink etwas aus reinem Vergnügen. Ja, so 7 Punkte sind das. Und durch diese To-Do-Liste, ja, die möchte er dann natürlich auch abarbeiten, weil die kommt ja von seiner geliebten Frau. Und dadurch kommt er dann auch in Kontakt zu seiner Nachbarin und auch zu anderen Menschen wieder, weil vorher war er schon auch recht einsam seit dem Tod von seiner Frau. Und ja, ich fand es irgendwie sehr berührend auch, das Buch, und irgendwie schön zu sehen, wie sich dann so Beziehungen entwickeln. Und man merkt vor allem auch, wie wichtig es ist, Menschen in seinem Leben zu haben, denen man wichtig ist und die einem wichtig sind, so wie viel Kraft das einem auch geben kann. Ja, ich habe irgendwie nur mir ein bisschen was anderes unter dem Buch vorgestellt, weil hinten auf dem Klappentext nämlich steht, Schritt für Schritt werden aus den 4 Fremden Freunde. Und auch vom Cover her hätte ich so gedacht, das sind so 4 Leute, die wohnen im gleichen Haus und dann treffen die irgendwie aufeinander und werden Freunde. Aber das ist so eigentlich nicht der Fall, weil es auch eine Person gibt, die zum Beispiel nur den George kennt und die anderen beiden gar nicht. Aber ja, es war trotzdem auch eine sehr schöne und berührende Geschichte. Dann habe ich hier meinen E-Reader hingelegt, damit ich dran denke, dass ich auch ein E-Book gelesen habe. Und zwar Mittelweg von Stefanie Wenger. Da erzählt die Autorin von ihrer Borderline-Erkrankung und ja, was ihr geholfen hat und was ihr hilft und wie schwierig das auch ist, das ja so anzunehmen. Aber genau, wie sie dann auch so einen Weg damit gefunden hat. Ich fand es teilweise schon auch schwierig zu lesen. Also einfach, weil ich finde, also man muss gut auf sich achten. Und wenn irgendwie man merkt, okay, es geht einem selbst psychisch gerade nicht so gut, gerade bei solchen Themen ist dann, finde ich, auch ja die Verantwortung bei dem Lesenden. Da für sich zu sorgen und dann sicherzustellen, dass man das nur liest, wenn man sich auch bereit dazu fühlt.
weil es halt schon auch um Essstörungen, um selbstverletzendes Verhalten und sowas alles geht. Und das dann schon natürlich auch irgendwie triggern kann. Gerade, also jetzt bei mir war es beim Lesen so gerade so, wenn es ums Essen ging und dann genaue Angaben zum Beispiel gemacht werden, ist was, was ich immer, ja, was ich teilweise schwierig finde, aber was ich auch verstehen kann, dass es vielleicht auch in so ein Buch rein muss, um irgendwie so das Ausmaß zu verdeutlichen. Ja, aber genau, da habe ich geguckt, dass ich das nur lese, wenn ich dafür auch bereit bin. Und dann fand ich es auf jeden Fall auch spannend und interessant, weil es immer, ja, einfach generell auch immer so echte Lebensgeschichten ja immer interessant finde und schon auch den Eindruck habe, dass man da dann irgendwas über, ja, irgendwas für sich selbst auch mitnehmen kann. Und über Borderline habe ich, glaube ich, auch noch kein Buch so wirklich gelesen. Deshalb, ja, fand ich das auf jeden Fall auch sehr interessant und natürlich auch sehr mutig, dass sie so ihre Lebensgeschichte teilt, um anderen auch Mut zu machen und auch um aufzuklären. Ja, danach brauchte ich aber dann irgendwie erstmal was ganz anderes und habe von Walter Moers Wilde Reise durch die Nacht gelesen. Das ist auch auf meiner 24 für 2024 Liste, weil ich mir vorgenommen hatte, auf jeden Fall ein Buch von Walter Moers auch in diesem Jahr zu lesen. Und hier geht es um den 12-jährigen Gustav, der ja, macht eine Reise. Er fliegt über den Mond hinweg, kämpft gegen Riesen und befreit eine Jungfrau aus den Klauen eines Drachen. Er trifft auf höchst sonderbare Kreaturen und schaut sogar dem Tod bei der Arbeit zu. In einer einzigen Nacht muss Gustav von der Erde zum Mond einmal quer durch das ganze Universum und wieder zurückreisen. Denn er hat eine Wette abgeschlossen, bei der sein Leben und seine Seele auf dem Spiel stehen. An sich mochte ich das Buch ganz gerne, aber ja, es war für mich nicht so richtig so eine ganze Geschichte. Also das Buch ist inspiriert von Gemälden von dem französischen Maler Gustave Doré. Und das finde ich eigentlich schon auch einen ganz spannenden Ansatz. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass das dadurch halt so vielleicht so ein bisschen zu konstruiert war. Und es ist ja auch nicht so dick im Vergleich zu seinen anderen Büchern. Deshalb, ja, war das so wirklich, es ist ja auch im Prinzip eine Nacht und es ist so, als würde man da so kurz so eintauchen und durchfliegen und dann ist es schon wieder vorbei. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Ja, aber ich habe auch noch andere Bücher, glaube ich, schon von Walter Moers hier. Bin mir gerade nicht sicher. Auf Anhieb sehe ich hier zumindest keins. Aber ich will ja auf jeden Fall irgendwann möglichst alle von ihm gelesen haben. Deshalb, ja, freue ich mich trotzdem schon darauf, wieder ein Buch von ihm zu lesen. Wenn ihr von Walter Moers schon was gelesen habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Buch von ihm und vielleicht auch welches ihr besonders empfehlen würdet. Dann habe ich mit Thrillern weitergemacht. Genau, auch ein Buch von meiner 24 für 2024 Liste. Und zwar von Paula Hawkins, Into the Water. Traue keinem, auch nicht dir selbst. Es geht um, ja, wahrscheinlich Julia. Und sie hat schon länger keinen Kontakt mehr mit ihrer Schwester Nell gehabt. Und hat jetzt dann aber die Info bekommen, dass Nell gestorben ist. Und ja. Es gibt die Befürchtung, dass sie ja ins Wasser, also den Ort nennen die Drowning Pool, dass sie sich freiwillig dafür entschieden hat. Und ja, ein paar Tage vorher hat Julia noch einen Anruf von Nell bekommen, aber ist nicht drangegangen.
Und jetzt ist natürlich dann so die Frage, was wollte Nell unbedingt noch von ihr? Und Julia muss nach Beckford zurückkehren, um sich um ihre Nichte zu kümmern. Und eigentlich wollte sie nie wieder dort in den Ort zurückkehren, weil sie da auch schlimme Dinge erlebt hat. Ja, und aber beide sind sich eigentlich sicher, dass Nell niemals gesprungen wäre und wollen dann, oder Julia will dann auch rausfinden, was da wirklich passiert ist. Ich fand es ein ganz spannendes Buch. Ich wollte es schon lange mal lesen und ja, habe es auch gern gelesen. Ich fand es ganz spannend. Es hat mich jetzt nicht so, ja, mega doll begeistert. Vielleicht hatte ich aber auch, ich finde, manchmal ist es auch so, dass man bei so Büchern, die, ja, wo man schon so viel von gehört hat und die so viel irgendwie hoch angepriesen werden, dass man dann auch vielleicht zu hohe Erwartungen hat oder höhere Erwartungen und dann eher vielleicht enttäuscht wird. Enttäuscht wurde ich ja nicht, aber ja, es hat jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich sagen würde, okay, das ist wirklich so ein krasses, tolles Buch, sondern war halt einfach, ja, für mich irgendwie so ein normaler, ja, Thriller. Spannender Roman. Genau. Dann habe ich eine neue Thriller-Reihe angefangen. Also für mich neu. Und zwar von Arno Strobel, die Mörderfinder-Reihe. Weil ich nämlich, also jetzt, wenn das Video erscheint, dann liegt das schon in der Vergangenheit. Aber jetzt gerade, wenn ich das Video aufnehme, gehe ich heute Abend zu der Lesung von Arno Strobel, wo er aus dem neuen Band liest. Das habe ich hier schon liegen. Stimme der Angst. Das ist der vierte Teil der Reihe. Lege ich auch schon mal hier zur Seite, damit ich auch dran denke, es mitzunehmen gleich. Aber ja, deshalb hatte ich den Plan oder habe ich mir vorgenommen, dass ich zumindest den ersten Teil vorher lese. Ich habe es dann tatsächlich geschafft, alle drei vorher zu lesen. Und ja, erster Teil ist Die Spur der Mädchen. Seine Zeit beim KK11 in Düsseldorf ist Geschichte. Jetzt fängt Fallanalytiker Max Bischoff neu an, gibt sein Wissen an der Polizeihochschule weiter, bildet die aus, die so gut werden wollen wie er. Aber die Fälle finden ihn trotzdem und er findet die Mörder, denn nichts ist ihm näher als die dunkle Täterpsyche. Max Bischoff ermittelt im Fall eines vor 6 Jahren verschwundenen Mädchens, von dem es seither kein Lebenszeichen mehr gab, bis jetzt plötzlich ihre Sachen wieder auftauchen. Das Buch hat mir auf jeden Fall, also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und es hat mir, der Schreibstil von Arno Strobel gefällt mir auch sehr gut. Ich finde es irgendwie schwierig zu sagen, das Buch hat mir sehr gut gefallen. Also als Thriller hat es mir sehr gut gefallen, aber es ist halt schon auch sehr, von den Themen her sehr krass und schlimm. Zwischendurch habe ich mich dann auch gefragt, warum man sowas liest, ob man das lesen sollte. Bin mir nicht so sicher. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend. Und ich finde, ja, bei so Thrillern ist halt so, dass man halt auch so durch die Seiten durchfliegt. Und ja, das hat irgendwie schon was. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und war, fand ich, ein sehr schöner Auftakt. Dann habe ich direkt danach den zweiten Teil gelesen, Die Macht des Täters. Geht es darum, oder da geht es viel darum, dass Max dann auch anfängt, irgendwie an sich selbst zu zweifeln, weil er irgendwie, ja, so er weiß irgendwie, da ist irgendwie was, aber so richtig kann er nicht sich in den Kopf des Mörders reinfinden. Und dann fängt er auch an sich selbst zu zweifeln und an seinen Fähigkeiten. Und das nimmt auf jeden Fall auch einiges an Raum in dem Buch ein. Ja, den zweiten Teil fand ich eher schwach. Also auf jeden Fall schwächer als den ersten.
Und der hat mich nicht so doll gepackt. Was ich an sich ganz schön fand oder was ich an so Reihen natürlich auch immer mag, ist, dass man die Person dann nach und nach auch einfach besser kennenlernt. Und das, ja, war hier auf jeden Fall dann auch so, weil man den Max dann ja auch schon besser kennenlernt. Und es kommt auch noch eine neue Person hinzu, die ich auch, ja, einen sehr coolen Charakter finde. Und die zum Glück dann im dritten Teil auch wieder mit dabei war. Genau, aber das war dann, ja, eher, fand ich eher schwächer. Und dann der dritte Teil, den fand ich dann wieder besser. Da wird Max an die Mosel geschickt. Und zwar hat er eigentlich mit der neuen Polizeirätin, ja, die verstehen sich nicht so gut oder sie ist nicht so gut auf ihn zu sprechen und will eigentlich, findet das nicht so gut, dass er sich dann, ja, dass er weiter ermittelt. Und jetzt bittet sie ihn aber um Hilfe, weil vor ungefähr 20 Jahren ist dort an der Mosel in einem kleinen Ort ein junger Winzer verschwunden und das konnte nie geklärt werden. Und sie hat jetzt durch private Verbindungen neue Hinweise und bittet ihn dann um Hilfe. Wovon er erstmal auch überrascht ist, weil, ja, dass er nicht damit gerechnet hätte, weil, ja, sie ja irgendwie eher immer so gegen ihn schießt. Genau. Und das Buch war auch wieder sehr spannend. Ich hatte das Gefühl, hier ging es auch viel so um die Beziehungen eher zwischen den Charakteren. Und ja, Max musste sich dann auch viel oder muss sich viel durchsetzen gegen die Vorurteile von nicht nur von dieser Polizeirätin, sondern auch noch von anderen. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass das so ein bisschen die Spannung dann rausnimmt, weil das ja vielleicht zu viel Nebengeschehen war. Aber eigentlich mag ich das auch immer ganz gerne, wenn man auch so, ja, weil man sich dann mehr so in dieses, in die Situation und in das Leben von den Charakteren reindenken kann. Und es war insgesamt auf jeden Fall trotzdem spannend. Das Ende fand ich nicht so gut. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dann jetzt der vierte Teil wird. Einen kleinen Einblick werde ich dann ja heute schon bei der Lesung bekommen. Und ich glaube, dann möchte ich das danach auch direkt, ja, ganz lesen. Ich finde, wenn man so bei einer Lesung war und dann schon so Einblicke bekommt, geht es mir immer so, dass ich das Buch dann direkt lesen möchte. Aber ein Buch haben wir noch, das ich auch im Februar gelesen habe. Auch von meiner, kann das passen? Auch von meiner 24 für 2024 Liste. Ah, vielleicht, genau. Ich hatte nämlich im Januar nur ein Buch davon gelesen. Und dann im Februar drei. Ja, weil eigentlich habe ich mir gedacht, eigentlich muss man ja, sag ich mal, nur jeden Monat zwei Bücher von der Liste lesen. Und dann ist das ja leicht geschafft. Aber es gibt auch so viele andere Bücher, die man auch unbedingt sofort lesen möchte. Das macht es dann ein bisschen schwierig. Aber genau, Panda-Tage habe ich noch gelesen. Und das war auch ein sehr schönes Buch irgendwie. Also, ich fand es irgendwie sehr besonders. Es geht um Danny Meluli. Und ja, also er hat irgendwie ein schwieriges Leben. Also vor ein paar Jahren ist seine Frau gestorben und seitdem spricht sein Sohn kein Wort mehr. Und er weiß irgendwie auch nicht, was er dagegen tun kann oder wie er ihm helfen kann. Und dann verliert er auch noch seinen Job und hat Druck von seinem Vermieter, der ihn rauswerfen will, weil er halt die Miete dann gerade nicht zahlen kann. Und um irgendwie an Geld zu kommen oder inspiriert von den Straßenkünstlern im Park, geht er dann auch in ein Kostümgeschäft und es wird dann das Panda-Kostüm. Und er möchte ein tanzender Panda werden.
um damit Geld zu verdienen, was er sich leichter vorgestellt hat, als es dann wirklich ist. Ja, es war irgendwie sehr berührend zwischendurch auch das Buch, also gerade auch so diese Vater-Sohn-Beziehung. Dann gibt es auch immer wieder so Situationskomik, wo es dann halt auch, ja, wo man beim Lesen auch schmunzeln muss. Und es war so eine schöne Mischung irgendwie. Und es war, ja, ich fand, es war irgendwie so mal was anderes, weil ich finde, viele Bücher sind irgendwie auch recht ähnlich, so von der Art her und von der Thematik. Und gerade auch dadurch, dass ich davor auch viele Thriller gelesen hatte, war das irgendwie eine schöne Abwechslung und es hat mir richtig gut gefallen. Ja, das waren die Bücher, die ich im Februar gelesen habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr davon auch schon was gelesen habt und auch, ob ihr irgendwelche Empfehlungen habt, die ihr vielleicht ja im Februar oder vielleicht auch im Januar gelesen habt schon und was euch da besonders gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!